So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Masovica Polana. So, wir haben hier frisch zu misten das Feld, was der Otto gerade in Windeseile abgeerntet hat. Und ja, dann müssen wir das Feld hier noch misten und das da hinten, da in der Nähe vom Futtermischer, vom Futtermischwagen. Ja, und da hätten wir das fertig. Der Helge ist hier wie ein Weltmeister am Einsehen. Und wir sind hier wie die Weltmeister hier am Misten. Ich hoffe, wir haben noch ordentlich Mist da drin. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir wieder Gülle haben. Aber, boah, so. Aber, ja, noch ist ja Mist da. Und von daher Vollgas raus damit hinten. Die Erde freut sich. Die Natur freut sich, wenn wir ihr auch wieder was zurückgeben, was uns die dicke Bertha geschenkt hat. Ah, ja, ein Geschenk der Bertha. Und wir hauen das einfach so hinten raus. Mann, Mann, Mann. Ist ja kein Wunder, dass sie uns ständig aufs Dach steigt. Im doppelten Sinne. So, funktionierst du noch? Jawohl. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir hier die Heckscheibe nicht aufmachen können. Nicht, dass wir hier auch noch voll gespritzt werden. So, und zusammen mit dem Chopped Straw ist das hier natürlich, ja, schwer zu sehen. Wo wir schon waren, wo wir noch hin müssen und wo wir noch nicht waren und überhaupt. Aber das kriegen wir doch hin. Und wenn hier mal ein bisschen was ausgelassen wird, ja, dann ist das so. Dann ist das so, ne? So, der Helfer ist blockiert. Er hat sich wohl wieder befreien können. Ich schätze, das ist da hinten, wo dann diese Böschung da hochgeht. Ich hätte beinahe Düne gesagt, auf der Düne. Aber wir sind ja hier nicht an der Ostseeküste. An der Nordseeküste. Bum, 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 bum. Am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser. Und selten an Land. Und so weiter, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, singen soll ja fröhlich machen. Ich hoffe, ihr seid auch fröhlich und habt Spaß dabei, mir hier zuzusehen, wie ich hier den Mist aufs Feld bringe. Wenn es euch gefällt, wie immer gerne, gerne, gerne einen Daumen da lassen als kleines Feedback für uns. Und wie ihr uns noch unterstützen könnt, natürlich die Videos bis zum Ende anschauen, ist ja ganz klar. Aber ich denke, wenn genug Unterhaltung geboten wird, was ich hier natürlich immer und jedes Mal aufs Neue probiere, euch hier wirklich zu amüsieren, zu unterhalten und einfach, ja, euch Spaß zu bringen, ne? Das Leben ist hart genug und hier könnten wir für 15, 16, 17, 20 Minuten einfach mal abtauchen. Einfach mal alles um uns herum vergessen. Denn hier in Masovica Polana ist die Welt halt einfach noch in Ordnung. So, wie sieht es hier aus mit dem Düngerstreuer? Miststreuer? Ja, Düngerstreuer passt ja auch. Ist ja auch Dünger. So, wir machen den mal eben aus. Gut, dann fahren wir hier wieder hoch und dann sind wir nämlich mit diesem Feld schon wieder fertig. So wie es aussieht. Wir gucken mal eben hier von oben. Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Und der Helge auch wieder, ne? Er hat gesagt, er möchte sich verbessern und das hat er. Er hat sich echt gebessert. So, wir nehmen hier die kleine Ecke nochmal eben mit. So, und dann habe ich hier noch was gesehen. Genau hier, ja. Gut. Das hätten wir. Dann fahren wir nochmal hier zum Auffüllen. Machen das, ja, das letzte Feld fertig. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir da dem Helge vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen können. Indem wir auch anfangen hier mit Sehen. Müssen wir mal... Wir müssen den Motor anlassen. Ob wir auch anfangen mit Sehen. Das
müssen wir aber erstmal sehen. Boah, was für ein Wortspiel. Das ist ja schon wieder gigantisch. Wie viel haben wir denn hier eigentlich noch drin? Oh, 22.000. Aber wir haben auch schon 20.000 verbraten. Locker, locker, locker. Hier war nämlich so viel drin, dass ich gedacht habe, ey, jetzt komm, jetzt hau mal den Mist hier weg. Das wird ja immer mehr. Aber das läppert sich alles zusammen, ne? Wenn man hier immer ordentlich ein paar Felder damit macht. Also, Hut ab, hätte ich nicht gedacht, ey. So, wie viel haben wir? 60%. Dann hauen wir mal noch eine Schippe rein hier. Solange er noch warm ist. Und raus mit dir, Jawolski. Jawolski, Jawolski. So, den lassen wir nochmal wieder hier stehen. Oh, wie der sich auch aushebt hier, ne? Kann man das von außen eigentlich aussehen? Ach, das ist die Sitzfederung. Ja, cool. So. Oder misten wir mal hier das letzte Feld. Und dann sind wir auf jeden Fall demnächst hier die Profi-Mister. Mr. Profi, sozusagen. Wir sind Mr. Profi. Dabei sagt man ja immer, Mr. ist Englisch. Aber im Deutschen gibt es Mister ja auch. Wir sind ja gerade Mister. Wir misten das ja hier alles voll. Und es funktioniert wirklich wunderbar. Ach, ich liebe es einfach, ne? Wenn Karten funktionieren, wenn Mods funktionieren und so weiter, wenn das alles funktioniert, wie es soll. Ja, das ist einfach schön. Oh, jetzt habe ich echt einen Ohrwurm. Ah, das muss ich mir gleich mal bei YouTube raussuchen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das nebenbei laufen lasst oder so. Bam, 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 bam. Oh, ich habe jetzt echt einen Ohrwurm. Ich muss damit aufhören, sonst klopft ihr doch die GEMA an. Und sagt, Mensch, du bist ja besser wie das Original. Du musst aufhören. Du musst Musik machen. Ist natürlich Ironie, ne? Ist klar. Gut, dann fahren wir einmal um den Baum außen rum. Boah. Das war jetzt aber, habe ich gar nicht gesehen, ey. Der Helge ist fertig, der Helge ist fertig. So, so. Ja, ich muss hier auch erstmal noch fertig werden. Hilft ja nur alles nichts. Dann greifen wir mal dem Helge unter die Arme. Damit wir mal zu Potte kommen. So, halb voll ist der Anhänger noch. Hat er ja doch einiges rausgebraten hier. Ja, wahrscheinlich würde man normalerweise noch weiterkommen mit dem Inhalt. Aber ich habe ja hier ein bisschen den Tempomat ein bisschen runtergedrosselt. Weil ich wollte hier nicht irgendwie mit 25 km/h übers Feld donnern. Das ist ja dann doch auch ein bisschen, ja, fernab der Realität sozusagen. Ich meine, ist natürlich alles nicht so real hier. Aber wir versuchen das natürlich möglichst realistisch hier alles zu machen. Und ja, wenn ihr da noch Tipps habt oder so, was man besser machen könnte, oder ja, geschwindigkeitsmäßig oder wie auch immer,
einfach in die Kommentare schreiben. Nehme ich sehr, sehr gerne an, die Tipps von Leuten, die da wirklich auch Ahnung davon haben, ne? Ich habe ja keine Ahnung. Also, ich habe ja keine Ahnung. Aber ich versuch's, ne? Ich gebe mein Bestes hier. So, dann haben wir nur noch den kleinen Streifen hier und dann sind wir auch schon wieder fertig. Ja, das sieht gut aus. Hier hinten liegt noch ein bisschen was frei. So, dann gucken wir noch mal eben hier das Feld ab. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Ja. Können wir hier noch mal ganz kurz anmachen. So. Ja, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, parken wir den Düngerstreuer. Auch hier den Miststreuer. Hallo. Den Miststreuer parken wir hier. Damit wir den nicht suchen müssen. Gut, das hätten wir. So, jetzt bringen wir mal hier eben den Helge wieder in die Spur. Kontrollieren nochmal kurz. Jawohl, das hat er gut gemacht. Bis auf hier hinten so ein bisschen. Das machen wir nochmal eben. Aber da kann er nichts für. Da hat er hier Probleme gehabt beim Umdrehen. So wie wir auch gerade. Aber immerhin hat er sich wieder selbst befreit, ne? Und dann würde ich sagen, wir hauen hier einmal rundum überall Gerste drauf. Damit wir uns da das Lager ein bisschen füllen können mit Gerste. Und dann hoffen wir mal, dass da mal eine hohe Nachfrage kommt. Das wäre natürlich ziemlich geil. So, und wir bereiten hier wieder vor. Wir müssen aber anmachen. Hallo. Hallo, an mit dir. Sehr schön. Ach, ja, ihr habt's gemerkt, ich hab's vergessen. Wir müssen doch erst gruppen. Gut, Helge, dann komm aufs nächste Feld. Ich glaube, ich hoffe, dass da schon was gegrubbert ist. Wenn nicht, schnappen wir uns hier den Grubber und lassen das hier den Helge grubbern. Ja, hier ist auch noch nichts gegrubbert. Gut, dann stellen wir die Sämaschine hier erstmal ab. Gut, und dann schnappen wir uns hier den Grubber. Sehr schön. Das ist doch ein Grubber, oder? Weil da hinten noch so ein Ding, aber normalerweise müsste das ja hier ein Grubber sein und keine Egge oder keine Kreiselegge und Scheibenegge und was es da nicht alles gibt. Also meiner Meinung nach ist das hier jetzt ein Grubber. Das dürft ihr mir aber auch gerne mal reinschreiben, was das hier genau ist. So, und wir bereiten vor hier, damit der Helge nicht wieder übers Ziel hinausschießt. Ich weiß, er ist fleißig, er ist emsig, er ist, ja, er ist stets bemüht. Aber, ja, selbst Entscheidungen werden hier nicht geduldet. Keineswegs. Klingt hart, ist aber so. Ach, oder wir grubbern das mal eben selbst hier, oder? Das könnten wir doch auch mal machen. Wir hocken uns mal rein und grubbern hier mal eben selbst.
Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht hier. Auf der Mazowiecka Polana. Mazowiecka Polania. So oder so ähnlich wird's ausgesprochen. Ich habe da auch mal ein YouTube-Video gesehen in Polnisch. Ist auch sehr unterhaltsam. Man versteht noch kein Wort. Aber es ist auch cool, wie die so spielen, wenn man das mal so sieht. Finde ich auch sehr cool. Die haben auch so richtig alte, schäbige Mods drin. Ist auch total geil. So, wir sind leider wieder am Ende angelangt. Tut mir leid, aber wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da. Oder sogar ein Abo, falls du nicht schon längst auf Abonnieren geklickt hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder hier auf der Mazowiecka Polana. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.